Hallo, hier sind wir wieder bei unserem schönen Zoo-Tycoon. Und hier können wir gerade sehen, wie ein Elefant ein Bild malt. Ja, das können die nämlich. Der Elefant könnte mal was von. Oder könnte vielleicht mal ein Picasso werden oder ein Van Gogh. Ah, nee, Van Gogh lieber nicht. Nicht, dass der Elefant sich noch das Ohr abschneidet. Mann, Mann, Mann. Man weiß ja nicht, ne? Nein, nein. Schon fertig. Na, ist ja fein gemacht. Oh, und der afrikanische Elefant, der will werfen. Die kriegen ja meistens auch mehrere Babys, ne? Mal gucken. Meistens immer zwei. Ah, und? Aha, was sage ich? Zwei kleine Babys. Die sind ja süß. Steht ja immer noch wirft. Du hast doch schon geworfen. Das ist ein Mädchen und das andere ein Junge. Naja. Junge und Mädchen. Oh, gut. So. Giraffen laufen auch hin und her, Elefanten laufen hin und her. Och, gut. Ja, super, wa? Ja. Die Preise können wir ja mal verändern. Machen wir das mal, ja. Gucken wir mal. Und bei den anderen? Ach. Naja, das Restaurant, da machen wir mal ein bisschen weniger, dass die Leute nicht so bezahlen müssen, wa? Ist ja immer teuer. Dann machen wir noch ein neues Gehege. Savanne wieder und mal Gehege bauen, Mensch. Gepaart vielleicht, oder? Was nehmen wir denn jetzt? Nashorn? Das dicke Nashorn, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz, wa? Ist ja auch kritisch. Also ich meine jetzt, die Art, ne? Na, mal schauen, ob das mit der dicken Arsch dahin passt. Arschite. Mit der dicken Hintern. Naja, es könnte aber auch zu knapp werden, der Gehege. Mal gucken. Naja, bauen wir trotzdem erstmal eine Tür. So, was brauchen wir noch? Brunnen vielleicht noch, wa? Drehen Kreis rum, bumm. Naja. Ja, genau. Bisschen Savanne, 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 Savanne. Runtermorgeln. So, ihr seid schneller, das Ganze, wa? Dass wir ein bisschen mehr den Boden voller haben. Steppentrieper hat soeben ein Jungtier. Ach, das Jung. Ach so, ist ausgewachsen. Das Jungtier ist ausgewachsen, hat er gesagt. Aha, okay. Was machen wir jetzt? Bisschen Wasser vielleicht noch, wa? Eigentlich ein Häuschen. Machen wir erstmal Haus. Ja. Da sieht man die Tiere auch besser, wenn die nur so einen Unterschlupf haben. Und es geht, machen die. Da schlafen die genauso drunter. Das ist eigentlich egal, was man denen hinstellt. Das finden die gut. Natürlich so ein Häuschen. Vielleicht auch besser, aber da sieht man ja die Tiere nicht so schön. Wenn die Zuschauer, die ein Auto vorbeifahren, da sehen ja die Zoobesucher ja die Tierchen gar nicht so, ne? Das wäre ja nicht so schön. Nee. So ein Salzleck-Dingsbums, ein Baller, ein Balli-Balli. Rum und her, Bäumchen brauchen wir auch noch. So, ein großer Riesenbaumschirm, Akazie, ne? Genau, Steinchen. Steinchen auch noch. Ne, doch nicht. Nicht. Naja, machen wir toll. Goldbeeten, ein bisschen Deko, ne? Sieht schick aus. Na, Steinchen, ja, doch Steinchen. Tun wir ja doch noch Steinchen mit rein, wa? Ja, so, doch. Kleine Steinchen. Entschuldigung, ich bin etwas müde. Aber das macht hoffentlich nichts. Die spielen trotzdem weiter. So, Gras hier, Gras da. Und der ganze Grasboden ist voll Gras. Jetzt können wir auch die Tiere mal einsetzen. Nehmen wir erstmal nur zwei Tiere, wa? Also ein Männchen und ein Weibchen. Ich glaube, das wird auch ganz schön knapp mit der Gehege, mit der Gehegegröße. Also können da gar nicht so viel rein. Das ist meistens auch, wenn die dann ein Kind kriegen, dann sagen die, dann finden die das Gehege auch dann schon zu voll. Das müssen wir dann entweder vergrößern oder ein Tier verkaufen oder was auch immer. Thompson-Gazelle wird werfen. Oh, da kommen hier eine Kolonne an Autos her. Dann sagt mal, hier, die sehen das. Die freuen sich da, die auch. Die fahren alleine. Naja, naja, naja. Tierpfleger, ja. Fütter mal fein die Tiere. Du schaust nur den Napf an, du kannst ja auch draus essen. Braucht man nicht nur schauen, kannst du auch essen davon. Ja, so ist das. Ach.
Brauchen wir mal gleich mal noch ein anderes Gehege, wa? Ach, da kriege ich dann noch wieder einen Hund, die Babys. Jetzt haben wir noch ein paar Tiere zur Auswahl, die wir noch nicht hatten von den afrikanischen Tieren. Gepard. Ja. Nehmen wir den. Zaun. Zaun. Na, bauen wir Zaun. Ach komm, bauen wir gleich hier ein paar mehr. Das war hier das Tier nicht. Sieht aber auch so klein aus. Na, manchmal täuscht das. So. Ach, heute auf Arbeit, Mann, ey. Ach, anstrengend. Aber, naja, was soll's. Muss ja durch, wa? Naja. Noch gar keine Häuser. Na doch, machen wir jetzt hier Häuserchen noch rein. Den auch. Was er fressen brauchen sie natürlich auch. Die Löwchens, ne? Was trinken, Trinkeli. Nee, auch auf Arbeit. Manchmal ist das wie verhext. Also, wie ist hier ohne? Man kriegt ja immer. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, ich arbeite in so einem ambulanten Pflegedienst als Hauswirtschaftskraft und fahre halt zu den Leuten hin und her und gehe für die einkaufen und mache die Wohnung sauber. Und man kriegt immer Verfügungsgeld sozusagen, dass du halt dann für die Leute einkaufen kannst. Und oh ja, da habe ich letztens kein Geld mehr bekommen. Und dann hatte ich noch 7 € und sollte dann für die eine Dame einkaufen gehen. Konnte nur für 7 € einkaufen gehen. Das war natürlich Mist. Ich dachte auch, na toll, ey. Immer wenn ich Geld nachfrage nach neuem Geld, die sagt so, nee, gibt's nicht, ist alle. Ich dachte, oh Mann, ey. Kann jedes Mal ausrasten. Ich dachte, Mann, das gibt's doch nicht. Leute, Leute, Leute. Kann doch nicht immer sein, wenn ich komme, dass das Geld alle ist. Pflegekräfte, die holen sich, kriegen alle Geld, nur ich nicht, oder was? Oh, nee, also das ist Schweinerei ist das. Naja, was soll's. Ja, jedenfalls habe ich jetzt noch schnell Geld gekriegt. Das geht morgen noch für die da, Frau, Tante da einkaufen und dann ist schick. Da fahre ich nochmal extra hin, zusätzlich noch zu meiner Tour. Naja, was soll's, wa? So, jetzt machen wir weiter, ja. Zack, zack. Giraffen, noch eine Giraffenart. Genau, in dem Spiel gibt es ja zwei. Einmal diese Netzgiraffen, die haben wir ja schon eingebaut. Eingebaut, ich meine, in dem Tierpark. Gekauft, eingefügt, wie auch immer. Jetzt machen wir noch die andere Giraffenart. Und zwar die Maasai-Giraffe. Sieht eigentlich fast so ähnlich aus wie die andere. Die haben bloß ein bisschen anderes Fellmuster, auch ein bisschen dunklere Farbe. Ja. Aber so an sich sind die eigentlich das so gleich so, weißt du? Wasser. Ach, das ist so leicht hügelig. Das habe ich gar nicht so ganz glatt gemacht, den Boden, wa? Naja, auch die Giraffen kriegen das schon hin. Mensch, jetzt haben wir ja gleich hier 3 Gehege gebaut. Das ist ja Wahnsinn. Gucken wir, ob wir noch eins schaffen, Mensch, hier. Ja, zack, 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 geht das ja hier. Riesenhaus. So. Komischen Salzstein. Möhrchen. Apfel. Auch noch. Bäumchen. Ruckzuck geht das. So. Zacki, zacki. Muss mal gucken, ob ich da mal die Gehege noch mal ein bisschen schöner noch mal dekoriere. Mal gucken. Ich versuche ja auch so viele Tiere wie möglich einzubauen in den Zoo. Weil, ja, ich weiß nicht, ich würde gerne so viel. Weil die haben so viele Tiere. Ich weiß gar nicht, ich habe sie gar nicht mal alle gezählt, wie viele Tiere man da einsetzen kann. Das können so 70, 80 Tiere, die kann man gar nicht alle einbauen. Es sei denn, man hält die einzeln, macht ein ganz kleines Käfigchen, Käfigleinchen, Gehege. Da kann man alle einsetzen, aber das ist ja dann nicht hier, dann nicht tiergerecht, so, sagen wir mal so. Die Tiere, weiß ich nicht. Tja. Naja, die wollen dann halt immer einen Partner haben und die wollen nicht alleine sein. Die wollen ein großes Gehege haben, was zu essen brauchen, natürlich klar. Naja, ist immer schwierig, wenn man die dann. Naja, alleine hält, ne?
Mal schauen. Nee, deswegen. Lieber ein großes Gehege und dann baue ich dann nochmal einen zweiten Zoo mit den restlichen Tieren dann. Vielleicht mal, kann ich dann mal gucken, wie viele dann übrig bleiben. Je nachdem kann ich dann auch größere Herden einbauen. Ja. Das war's erstmal, lieber. Jetzt habe ich den Käfig fertig gebaut mit der Giraffen und dann bis bald. Tschüss.